Moin, hallo und herzlich willkommen, Freunde. Und zwar schauen wir uns heute mal die Exits, alle Exits, auch die Scav-Exits, an, wo die sich befinden, auf Streets von Tarkov. Gut, gute Frage ist jetzt, wo bin ich? Keine Ahnung. Ich habe auch den Kompass mitgenommen, den hatte ich eigentlich belegt. So. Gucken wir mal. Das ist irgendwie eine Tiefgarage. Ich mache das auch so. Ich weiß, wo ich bin. Wir machen das auch so, dass es nicht direkt zu den Exits geht, dass ich euch die Exits zeige direkt, sondern wir laufen dahin, damit ihr ein bisschen was von der Map seht. Und ich werde auch unter dem Video so kleine Zeitstempel machen, so kleine Zeitmarken, wo ihr dann direkt zu dem jeweiligen Exit springen könnt, falls ihr euch nicht den ganzen Laufweg reinziehen wollt. Gut, dann haben wir als erstes ein Exit hier hinten. Das ist ein Scav-Exit. Laufe ich jetzt richtig? Wahrscheinlich nicht. Doch. Wir sind jetzt hier beim Sewer. Ne, Quatsch, was erzähle ich für Mist? Doch, müsste Concordia, genau, das ist Concordia. Wir sind jetzt hier beim Sewer Exit für die Scavs. Das wäre genau hier. Dieser Gullideckel. Gut, vom Sewer gehen wir gleich dann mal direkt rüber zur Evacuation Zone. Laufen hier am Concordia wieder zurück. Sehen wir hier schon Terrakott. Da, das Terrakott-Gebäude, das ist unser Hinweis dafür, für dieses Exit hier. Das ist ein PMC-Exit, nennt sich Evacuation Zone oder Evakuierungszone. Da könnt ihr raus. Ich habe halt im Offline-Raid immer das Problem, dass er mir manchmal die Exits nicht anzeigt, also dass es nicht rausgeht. Keine Ahnung, warum das so ist. Bei manchen macht er es, bei manchen nicht. Die Evakuierungszone ist eigentlich ein Exit, was immer da ist. So, von da aus geht's jetzt weiter zur Primorsky Taxi. Exfil mit, was ein Taxi ist, was ihr mit 5000 Rubel bezahlen müsst. Natürlich wird das mit dem besseren Scav Karma preiswerter. So, wir sind jetzt hier vorne auf der Hauptstraße, die sich von Süden nach Norden durchzieht. Wir laufen jetzt Richtung Süden. So, hier haben wir Köhner und Manchester Plaza und haben das Exit dann auch gleich hier hinten in der Ecke, wo dieses Schild steht mit dem Hinweis auf den Sniper. Da hören wir auch schon, das Auto ist da und wir könnten es jetzt bezahlen und rausfahren. Ihr seht es ja, bei mir ist es ein bisschen weniger als 5000. Ihr kennt die Sache mit dem Scav Karma. So. Von hier aus geht's weiter zum Ventilation Shaft. Laufen wir Richtung Kino. In östliche Richtung. Wir können ja mal den Kompass aktivieren. Ich hatte den eigentlich. So, genau, hier östliche Richtung. Ich hatte den eigentlich mitgenommen
falls ich in einem Gebäude wohne, was ich nicht kenne oder so, jetzt, ich fahre jetzt auch nicht so oft hier auf Streets. Eigentlich bisher auch nur als Scav. Von daher den Kompass, weil draußen, ja, draußen sieht man schon ungefähr, in welche Richtung man läuft, wenn man sozusagen Orientierungspunkte hat, wie diese Hauptstraße. Ansonsten im Gebäude weiß ich dann nicht, wo Osten, Süden, Westen und Norden ist. So, hier hätten wir diesen Scav-Exit. Er sieht so aus. Nennt sich Ventilation Shaft, weil hier dieser Abzug für die Belüftungsanlagen da ist. So, nun geht's zum Courtyard. Courtyard finden wir hier drin, gegenüber vom Kino. Das ist das Kino. Hier geht's rein. Courtyard ist auch ein Exit, was nicht immer da ist. Wir sehen es jetzt an der grünen Flare, die hier rumliegt. Er ist da. Und wir könnten hier exfiltrieren. So, hätten wir den auch abgehakt. Mann, das geht ja wie Spritze backen. Gehen wir nun zum Damaged House. Laufen hier am Kino vorbei. Bis zur nächsten Kreuzung. So, das ist die nächste Kreuzung. Da vorne geht es zur Hauptstraße zurück. Wir biegen jetzt ab nach rechts. Bei gutem Wetter sieht man auch schon hier hinten das zerstörte Haus. Laufen hier hoch, rennen um die Ecke und haben hier unsere Exit. Okay, also auf zum nächsten. Entrance to Catacombs. Das ist ein Scav-Exit. Dann laufen wir wieder vor bis zur Kreuzung. Dann nach rechts. Schönstes Wetter für eine Sightseeing-Tour. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das auch finde. Entrance, Catacombs. Genau. Ich weiß es wieder. Wir müssen hier um die Ecke drum rumrennen. Und dann haben wir hier Malevicha 1. Hier müssen wir rein. Und dann hier runter. Und hier ist dann Scav Exit. So, wieder raus und weiter zum Sewer River. Der ist gleich, da steht gleich direkt neben uns. Ist gar nicht so weit weg jetzt hier. Einfach hier runter, davon wieder zur Hauptstraße. Hier ganz markant diese blaue Straßenbahn. Die seht ihr schon von weitem. Dann ist hier diese eingebrochene Straße. Und hier hinten haben wir wieder einen PMC-Exit. Sewer River, den wollen wir jetzt nicht nutzen. Oh, heute geht er sogar mal. Ich habe da gestern schon mal so eine kleine Runde gedreht und dann wollte er halt im Offline-Modus mich nicht rauslassen. Kann man sich das vorstellen. So, weiter geht's zur Klimovstraße. Was gibt es zur Klimovstraße zu sagen? Dort kommt ihr nur raus, wenn ihr eine Signalpistole dabei habt. Mit einer grünen Flare sozusagen. So, hier müssen wir aufpassen irgendwie, dass wir nicht zu weit wegrennen, zu weit rüber rennen, weil jetzt wird es dann ja schon ein bisschen eng. Ich habe dann gestern auch schon Shots gekriegt von dem Sniper. Gut, gucken wir mal. Irgendwie kommen wir hier rüber. Hier muss irgendwo diese Signal-Area sein. Wenn ihr
die betretet, wird es euch unten auch angezeigt. Ich muss mal selber nochmal schnell aufs Foto gucken, weil die ist ein bisschen doof zu erkennen. Klimastraße, genau. Und zwar auf dem Foto seht ihr dieses Hotel. Und wir müssten eigentlich jetzt schon langsam in der Signal-Area sein. Ah, ich glaube, die fängt hier vorn an. So, jetzt haben wir Signal-Area betreten. Flare-Gun benutzen mit einem grünen Flare und dann geht's auch schon los oder raus. Gut, auf zum nächsten. Das ist der Underpass. Laufen wir gleich unter diesen zwei Brücken, sage ich mal, durch. Ist ein bisschen größerer Komplex. Das ist jetzt hier das Pinewood Hotel. Da laufen wir jetzt durch Richtung Hauptstraße wieder. Und da vorne sehen wir auch schon den Underpass. Dazu gibt es zu sagen, man sollte, glaube ich, besser immer diesen Eingang benutzen auf dieser Seite. Der andere soll wohl teilweise im Gebiet des Snipers liegen, also da ein bisschen Vorsicht walten lassen. So, jetzt hier rechts rum. Und hier haben wir dann unseren Exit, der auch keine Lust hat, uns rauszulassen. Aber laut Foto ist es das hier. Da stehen der Zaun, der umgekippte Zaun und die blauen Tonnen und hier dieses Paket. Aber ich weiß auch nicht. Ich kann nur hoffen, dass es im Online-Raid dann besser funktioniert und man nicht hierher rennt und sagt und feststellt, will mich nicht rauslassen. So, auf zum nächsten Exit. Das ist wieder ein Scav-Exit. Nennt sich Basement Descent. Hier rennen wir gleich mal durch den Laden durch. Und sind auch gleich da, wenn er nicht so auf der Brust schwächeln würde. So kommt er raus, rechts rum. Hier die Treppen runter. Und dann hier nach rechts. Und hier habt ihr euer Basement Exit als Scav. Direkt daneben ist der Scav Checkpoint. Der gestern auch keine Lust hatte, mich rauszulassen. Im Offline-Modus wohlgemerkt. Also ich hab bisher, wie gesagt, das nur als Scav gespielt, um die Map kennenzulernen. Hier wäre jetzt unser Scav-Checkpoint. Lässt mich auch wieder nicht raus im Offline-Modus. Seht ihr ganz einfach hier dieser Torbogen mit diesen Bauzäunen, Absperrzäunen davor. Hier diesen Container, dem MG da oben drauf. So, Collapsed Crane. Rennen wir am besten gleich mal hier durch. Man kann natürlich auch vor bis zur Hauptstraße rennen und dann Richtung Süden und dann an der großen Kreuzung, wo die Straßenbahn abbiegt, dann nach rechts weg. Aber wir sind schon mal hier unten und laufen dann auch von hier aus direkt hoch. Denkt immer dran, dass auch die Wege eigentlich gefühlt kürzer sind, als sie auf der Map, die ich benutze, die ich gerade sehe, dargestellt sind oder die auch vorkommen. Auf der Map wirkt es irgendwie ein bisschen länger, ist im Realen nicht so. Und hier biegen wir auch gleich nach rechts ab. Hier sehen wir schon den großen Baukran, wenn ihr den seht, ihr auch davon von der Hauptstraße. Den großen Baukran. Hier haben wir noch
Sparjahr. Daran könnt ihr euch orientieren. Wir sehen da hinten Terrakott. Und das Concordia muss auch hier irgendwo sein. Wahrscheinlich da. So, hier gehen wir hin. Das ist ja die Baustelle. Wie gesagt, Orientierung, dieser große Kran. Und daneben liegt auch gleich der umgestürzte Kran. Wir gehen hier rein. Und haben hier unser Exit, was uns auch nicht rauslässt. Also ich weiß nicht, langsam habe ich irgendwie so kein gutes Gefühl, euch das so zu vermitteln. Aber ich denke mal, also das muss schon das Exit sein. Also laut Bild im Wiki ist das hier genau die Stelle. Es wird schon funktionieren. Ich werde das ja dann auch live irgendwann mal erfahren, wenn ich als PMC auf Streets spazieren gehe. Gut, ja, das war's ja eigentlich auch schon. Da haben wir alle Exits abgegrast. Wünsche euch viel Spaß beim Finden der Exits und die dann auch hoffentlich funktionieren. Gut, ja, dann bleibt mir nur euch Tschüss zu sagen und ja, bis bald, euer Senseless.